Dann müssen wir gleich die ganzen Nether-Tore zerstören. Ich glaube, es geht ja am besten mit Wasser. Mit Wasser. So, die kommen wieder hier rein. Nein, da rein. So, da können die sich nämlich dann stapeln. Könnten wir aber eigentlich mal ganz kurz, ob meine Axt das noch aushält. Ist gerade hell, ist günstig. Weil hier habe ich schon eine neue Baumfarm angelegt, da hinten. Die habe ich hier ausgetauscht, die Steine, gegen das Granit. Dann habe ich hier den Berg hier flach gemacht. Wie man sieht, habe ich hier schon die neuen Bäume angepflanzt. Hier müssen auch noch welche hin, da habe ich noch nicht genug Setzlinge für gehabt, da muss ich die erst noch für abholzen. Hier ist dann die Kakteen-Sache hingekommen, aber das hat sie ja dann wohl, denke ich mal, erledigt. Die werde ich dann wohl nicht mehr brauchen, die reißt man vielleicht ab. Und hier hatte ich ja eh schon die anderen Bäume gepflanzt. Das sollte man eigentlich schon gesehen haben, ich meine, das hatte ich schon gesagt. So, dann zücke ich mal kurz die Axt, dann holzen wir mal schnell die paar Dschungelbäume ab. So, hier ist die ganze Kohle raus. Das geht ja bei denen am einfachsten, die abzuholzen. Da müssen wir nur einfach von oben anfangen und uns nach unten arbeiten. Hopsa. So. Ja, geht ganz schnell, also das. Das ist kein Ding. Nur freue ich mich, wenn wir die Mods dann später doch wieder haben. Sobald die 1.8 richtig finalmäßig da ist. Da freue ich mich drauf. Denn meine Karte hätte ich doch schon ganz gerne wieder. Wenn die Jungs das natürlich dafür bereitstellen. Ansonsten leben wir halt ohne Mods. Geht auch. So. Ja, klar, dass da noch einer drin ist. Oder zwei. Ich nehme ich eben so mit. Ach ja, die Stützpfeiler für die Eisenpfannen, die müssen wir auch noch machen. Aber jetzt machen wir erstmal das und dann passt das. So. Der erste ist schon mal Geschichte. Auch noch was drauf. So, wie kommen wir da am besten nach oben? Ich würde sagen, von hier aus. Ja, andere, die spawnen schon mal. Können schon mal die Setzlinge runterkommen und dann. Weg. So, da sind sie alle weg. Dass sich hier keiner mehr versteckt drin. So, da ist dann ein Aststück. Kurz gucken, ob noch irgendwo eins ist. Nein, sieht nicht so aus. Gott. Vielleicht schaffen das ja sogar noch an diesem Tag, die alle abzuholzen. Könnte natürlich sein, dass das reicht, das Tageslicht.
Ansonsten müssen wir das natürlich noch eine Nacht drüber schlafen, wortwörtlich. So, den haben wir auch. Ist da auch noch was drauf oder? Nö. Da ist ein Sitzling. Komme ich da dran? Ja, komme ich. Sehr gut. Was müssen wir? Gucken wir mal. Na, gehen wir mal hier rauf. So. Okay. Da ist noch was versteckt. Da auch noch einer. Ich glaube, hier ist sonst, glaube ich, nichts mehr drin. Nee. Oh. Ja, die Zuckerrobfarm, die ist momentan auf Pause, die habe ich ja ausgeschaltet. Obwohl, ich könnte bald mal so ein paar neue Emeralds brauchen. Muss ich mir noch ein bisschen was ertraden. Denn ich hatte ja letztens erst meine Sachen repariert, da ging ja auch wieder ein paar Diamanten für drauf. Was? Schon wieder fertig geworden? Danke, Erkältung. Das hatten die Sachen, die ich leider nicht abgeschaltet habe. Naja, egal. Jetzt sind sie halt mit in der Aufnahme drin. Kann man mit leben. So. Und da waren es nur noch zwei. Setzlinge alle zu mir. Ach, Scheibenkleister, da ist noch ein Holzstück drin. Fuck. Da bist du wagemutig, ich bin nur darüber springen. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Na, lass mich hoch. Wo muss ich denn da hin? Da ist er. Hui. Was? Sind wir mutig gewesen? Ich hoffe, jetzt ist auch keiner mehr, aber sieht nicht so aus. Ja, die spawnen schon. Hier nachgucken, ob hier noch was. Da scheint noch was zu sein. Jawohl. Okay, das ist schon der nächste Baum, also... Nee, da ist nichts mehr drin. Oh, den können die noch wegmachen. Weil der ist eh vom anderen, also. Na komm. Oh, es wird dunkel.
Komm, das müssen wir noch schaffen. Aber hier steht er eh im Bett, also ist das ja nicht ganz so schlimm. Ja, da werden wir uns jetzt wohl auch erstmal reinlegen müssen. Weil es ist zu dunkel. Da liegen hier noch so ein paar Setzlinge rum. Nein, aber der Baum haut ab, das ist gut. Dann gehen wir mal eben schnell ins Bett. Und dann können wir auch gleich gucken, ob unsere Baumfarm funktioniert. Baumfarm, sage ich schon. Unsere Kaktusfarm funktioniert hat. Vielleicht ist ja bis dahin da was passiert. Na, kein Durchgang hier. Ja, ist es denn wahr? Doch. So, wo kommen wir da am besten rauf? Ist alles irgendwie gleich. Dann gehen wir hier hoch. So. Bis dahin. So, weg ist er. Dann haben wir sie alle. Wenn wir die jetzt erstmal sofort neu anpflanzen. Ich hoffe, die Setzlinge reichen. Aber wir haben ja noch genug auf Tasche. Das ist. Aber sie reichen. So. Da muss ich mir auch noch so eine Kiste anlegen für die Samen von den anderen Bäumen. Damit wir die da aufsammeln. Jetzt müsste ich eigentlich mal kurz warten, bis die hier runterfallen. Oder, ja, wir müssen eh noch in die Brennöfen das Holz reinpacken. Wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stecks fast. Das ist gut. Mal da hier rein. Und da auch. Perfekt. So, die Öfen brennen schon. Ja, da fällt schon das Holz rein. Die erste Kohle ist schon durchgewandert. Die müsste dann eigentlich hier erscheinen gleich. Da, Kohle ist schon... Eigentlich müsste die... Da, da ist sie. Jawohl. So muss das sein. Haben wir hier noch einen Setzling oder sowas? Nein? Hallo? Ja, wir könnten noch einen von den... Na gut, ich müsste die alle abholzen, die Schwarzholz. Damit ich da noch den Baum zusammenkriege. Wollen wir das ab... Oh, die Achse ist schon ziemlich... ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Die müsste ich eigentlich auch mal eben reparieren gehen. Ah, da kommt eh nichts mehr runter. Weil die müsste ich komplett abholzen, damit ich mir den Setzling da noch holen kann. Gucken wir mal, ob ich da noch welche zusammenkriege, damit wir hier die ganze Bahn voll haben. So. Na, lass mich darauf. Hallo.
So, da kommen schon die ersten Samen runter. Den kann man auch gut abholzen und da gibt es auch jede Menge Holz eigentlich. Ah, da ist ja gar keiner mehr. So, Setzlinge. Ah, ja, Äpfel gibt es bei dem auch. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Müssen wir natürlich noch warten, bis der weg ist. Aber den hier können wir schon mal anpflanzen. So. 11 Stück. Das heißt, ich brauche noch einen. Damit es voll ist. Ich glaube, die Kakteen machen wir einfach komplett weg. Da muss ich mir noch überlegen, was ich denn damit mache. Da könnte man ja so einen Teich oder so, obwohl... Das ist ja eigentlich hier nur Baumfarm, aber ist ja egal, wir können ja hier so einen kleinen Teich hier machen. Überlege ich mir noch, was wir da hinbauen können. Und wir machen da... Schauen wir mal. Hallo. Hier wieder ein Setzling. Hallo. Da ist einer. Sehr gut. Na, guck mal, da gab es auch schon mal 2 Stacks von den 3 Bäumen. Da kann man sich ja nicht beschweren. Kein Setzling? Hallo? Die sind aber recht geizig, ne, wenn ich das mal so sagen darf. Da ist einer. Danke. Na? Krieg ich noch einen? Danke. Ich glaube, das war's jetzt. Doch nicht, da ist noch einer. Schwupp. Okay. Lassen wir das so verdünnen, sehen wir uns hier. Da ist schon der nächste Dschungelbaum gewachsen. Ach, guck mal, die sind schon wieder. Ha! Das funktioniert auch. Wunderbar. Dann hauen wir mal schleunigst ab hier. Durch die ganze Farm ist sowieso die Framezahl da ziemlich bescheiden. Ach ja, da habe ich noch einen großen Baum gepflanzt. 4 Setzlinge von den Fichten daneben bringt ja so schöne große. Da habe ich hier hingemacht und da und das ist der schönste, der daraus geworden ist. Eine super große Tanne. Total klasse. Jetzt werden wir aber erstmal unsere Axt reparieren. Bevor ich das nämlich nachher wieder vergesse mal, weil man Jugendlichen Leichtsinn. Spitzhacke, die geht noch, die brauchen wir noch nicht. So. Die Axt. Erfahrungspunkte. Hallo. Das kostet nur 2.
Danke.